Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's mal weiter mit Assassin's Creed. Und zwar sind wir hier jetzt, wir müssen mit dem jetzt reden. Und dann schauen wir, was passiert. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio. Ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die gerade das Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Okay, das ist ja interessant. Jetzt müssen wir zu Leonardo. Das ist ja der, wo uns die Klinge gemacht hat und weiterentwickelt. Und da gehen wir jetzt mal hin. Leonardo! Leonardo! Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich hab doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will. Venezia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich! Also die Aufgabe ist jetzt einfach, den Angriff zu überstehen. Ich versuche raufzuklettern. Wirf sie wieder ab! Oh je, jetzt kommen die auf der Waage drauf, okay. Ex, jemand ist oben drauf! Feine Kurven, um ihn abzuwerfen! Ah, okay, um die Gegner dann herunterzustoßen vom Wagen, wenn die dann oben sind, muss ich so Kurve fahren, dass er sich nicht halten kann. Und dann fällt er nämlich so runter, genau. Ja, ich muss halt bloß immer aufpassen. Ich habe Angst, dass der Wagen irgendwann kippen tut. So, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so rumfahre, dann ist er schon fast am Kipppunkt. Pass auf, lass die Kutsche nicht kippen. Also hat er jetzt auch gesagt, lass die Kutsche nicht kippen. Ich gebe mein Bestes, aber versprechen kann ich es nicht. So, da drüben ist Feuer, okay. Das wird ein bisschen hart. Den will ich jetzt auch noch kurz runterstoßen. Ja, das geht bei der Kurve. Oh.
So, weiter geht's. Jetzt muss ich aufpassen, weil die schießen jetzt Feuer. Da muss ich jetzt dann auch ausweichen. Hier mittig durch, links, da habe ich das Feuer. Aber immer ausweichen geht halt auch nicht. Ja, die können sie nicht mehr reparieren. Ja, die Kutsche bleibt schon ganz, keine Angst. Jetzt muss ich wieder auf die Leute oben gucken. Zack, du bist weg. Ja, das geht eigentlich schon relativ gut. Hätte es mir jetzt schlimmer vorgestellt, sage ich jetzt mal. Oh, lass mich jetzt in Ruhe. Zack, tschüss. So, jetzt schießt sie wieder. Aber das ist gar kein Problem, das kriegen wir hin. Okay, wir haben es fast geschafft, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Das bekommen wir noch hin. Ach, lass mich doch du auch in Ruhe. Und tschüss. Los, Leonardo. Sie wollen mich, nicht dich. Ich treffe dich später wieder. So, Leonardo ist jetzt weiter. Ich tue jetzt die Leute noch erledigen. Das Feuer wird erst in einer Stunde entzündet. Jetzt komm, steh auf. Aha, die blockt. Die blocken. Und zurückstoßen kann ich sie auch nicht. Halt ihm in den Rücken. Denk daran, was ich euch beigebracht habe. Aha, da ging es jetzt okay. Zack, einer ist schon mal weg. Ach, das war jetzt ein guter Treffer. Das muss man einfach so sagen. Der hat richtig gesessen. Aber ich habe jetzt sonst auch noch Munition da. Medizin dabei. Jawohl, du bist jetzt auch weg. Schon mal ein zweiter weniger. Zack. Der hat auch gute Hits bekommen. Medizin habe ich nachgefüllt. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Du brauchst noch einen Schlag, dann bist du tot. Ach, Jungs. Jetzt nochmal Medizin nachgefüllt. So, zack, du bist auch weg. Was für loslassen? Zack, Junge. Fatz. Schön mit der Klinge rein. So, jetzt bloß nur ihr zwei. Mit euch werde ich jetzt auch noch fertig. Zack. Klinge rein und fertig. Jetzt bloß nur du. Ich habe ihn. Ja, dann komm noch halt rum. Aber du wirst jetzt aussterben. Zack. So, wunderbar. Kurz noch durchsuchen. Auf jeden Fall den da, der besser Geschützte. Was hat der? Wurfmesser, Medizin, gut. Medizin gleich wieder aufgefüllt. So, als nächstes muss ich jetzt hier zum Zielort. Das ist anscheinend, ah ja, da vorne, die weiße Markierung. Und dann haben wir es, glaub, geschafft. Jawohl, synchronisiert. Super, das war's dann. Liken, kommentieren nicht vergessen. Die Glocke aktivieren, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest. Und bis zum nächsten Mal.